Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Das ist ein Nachtrag zum letzten Beispiel, das wir bearbeitet haben. Das war diese Sinus Theta hoch 6 Geschichte und da ist eben dieses Integral aufgetaucht. Da bekommt man natürlich eine Gleichung in dieser unbekannten Theta hier und die ist natürlich nicht linear. Und da offenbar ein gewisses Interesse an dieser Aufgabe, an dieser nachgereihten Aufgabe besteht, möchte ich die jetzt genauer besprechen in diesem Video. Und da fangen wir an, indem wir zuerst einmal dieses Integral ausrechnen und dann separat dieses Integral ausrechnen. Und daraus ergibt sich dann eben eine Gleichung, die wir dann näherungsweise lösen werden. Und dann werden wir diesen Wert ungefähr herausbekommen. Ja, hier also die Werkzeuge, die wir brauchen, um dieses Integral i zu knacken. Wir haben die partielle Integrationsregel. Wir haben also hier den Integranten aufzuspalten in ein Produkt von zwei Faktoren. Ein Faktor wird als eine Stammfunktion interpretiert, die andere als eine Ableitung. Das ist leicht. Dann haben wir eben diese Ableitungsregeln bzw. trigonometrischen Umformungsregeln. Hier für den Cosinus und hier für die nth Potenz des Sinus. Ja, insofern gehen wir an. Das Aufspalten dieses Integranten macht kein Problem. Wir haben 0 bis Pi, nehmen wir jetzt Sinus von Theta zur fünften Potenz mal Sinus von Theta die Theta. Und jetzt interpretieren wir diesen Sinus als die negative Ableitung oder die Ableitung des negativen Cosinus die Theta. Das wäre also das hier und das wäre unser oder ist unser V'. Dann ist das natürlich unser U. Entsprechend haben wir dann diese Stammfunktion Sinus der fünften Potenz von Theta mal Minus Cosinus von Theta, genommen von 0 bis Pi. Dann haben wir hier ständig dieses Minus. Das wird sich mit diesem Minus hier kompensieren. Dann haben wir ein Plus vor dem Integral 0 bis Pi. Und dann haben wir die Ableitung von U. Ableitung von U ist jetzt die Ableitung der fünften Potenz, also 5. Gemäß diesem Untier hier, dann haben wir Sinus der vierten von Theta, dann kommt der Cosinus von Theta, diese Ableitung, und dann eben der Cosinus, den wir hier mit dem V mitgeschleppt haben, das ergibt dann insgesamt Cosinus Theta Quadrat d Theta. Wunderbar. Jetzt sehen wir auch, warum wir das Ding hier brauchen. Wir substituieren 1 minus Sinus Quadrat Theta hier. Und haben dann das Integral i letztlich auszuwerten. Zuerst einmal, das ist eine Frohbotschaft. Der Sinus überlebt weder die Nullstelle noch die Stelle Pi. Das Ding können wir vernachlässigen. Es bleibt also hier nur noch diesen Fünfer herauszuziehen. Dann haben wir das Integral von 0 bis Pi. Jetzt nur noch Sinus der vierten von Theta. Und jetzt mal 1 minus Sinus von Theta zum Quadrat d Theta. Also spaltet sich dieses Integral auf in ein neues Integral, 5 mal das Integral von 0 bis Pi. Und dann haben wir hier Sinus der vierten Potenz von Theta d Theta und dann minus 5 mal, und das ist Sinus Quadrat mal Sinus hoch 4 gibt wieder Sinus hoch 6, also haben wir hier noch einmal das gleiche Integral, auch wieder das Integral i. Wir bringen jetzt 5i auf die linke Seite, dann haben wir 6i, also haben wir insgesamt 6i, ist gleich dieses neue Integral von 0 bis Pi, Sinus der vierten Theta und d Theta. Und dieses Integral, da habe ich den Fünfer verschlafen, das ist natürlich scheußlich. Dieses Integral hier nach dem Fünfer, das nennen wir konsequenterweise J. Also schreiben wir mal das Integralergebnis hier hin. 6 mal I ist 5 mal J. Und das J bearbeiten wir weiter. Das ist nämlich 0 bis Pi von Sinus der vierten Theta
die Theta, und wir gehen jetzt natürlich ganz gleich vor. Da brauchen wir jetzt keine genialen Ideen mehr haben. Das ist also 0 bis Pi Sinus 3 hoch 3 Theta, und dann haben wir wieder diese negative Ableitung, schreiben wir es gleich so, von Minus Cosinus Theta durch d Theta mal d Theta, um es so hinzuschreiben. Und das ist natürlich auch wieder Sinus, machen wir das Minus gleich nach vorne, Sinus Theta hoch 3 Cosinus Theta von 0 bis Pi gemäß diesem Term. Dann haben wir dieses Minus, das wieder mit diesem Minus ein Plus ergibt, von 0 bis Pi. Und jetzt leiten wir natürlich Sinus hoch 3 ab. Das ergibt einen Dreier, den wir gleich nach vorne stellen. Dann haben wir Sinus von Theta zum Quadrat. Dann haben wir eben diesen Cosinus mal den Cosinus, den wir vom V haben, also Cosinus Quadrat von Theta wieder, d Theta. Wiederum verabschiedet sich dieser Beitrag, und wir haben J ist gleich 3 mal, und hier haben wir das neue Integral, wenn wir wieder 1 minus Sinus Theta zum Quadrat substituieren statt diesem Cosinus, 1 minus Sinus Quadrat Theta ergibt 3 mal das Integral von 0 bis Pi Sinus von Theta zum Quadrat d Theta, also minus 3 mal dem J. Nicht, das ist wieder Sinus hoch 4, der mit diesem Sinus Quadrat die vierte Potenz ergibt. Das liefert uns aber wieder, wenn wir das 3J auf die linke Seite bringen, 4J ist gleich dieses 3 mal, und dieses Integral Sinus Quadrat über Sinus Quadrat, das nennen wir einfach K. Ja. Dann haben wir also nur noch das Integral K auszurechnen, 0 bis Pi Sinus Quadrat Theta d Theta mal d von Minus Cosinus Theta d Theta d Theta, und das ergibt wiederum den Beitrag, den wir eigentlich gar nicht mehr hinschreiben müssen, also Minus Sinus Theta Cosinus Theta von 0 bis Pi, dann haben wir das Plus, und dann leiten wir den Sinus ab, das ergibt den Cosinus, der Cosinus mit dem Cosinus gibt ein Cosinus Quadrat, schreiben wir es noch einmal hin, Cosinus Quadrat Theta d Theta, und das ersetzen wir erneut durch die gleiche Substitution, gleich das Integral von 0 bis Pi, da ja das auch wieder verschwindet, um es nicht zu übergehen. Da haben wir also 1 minus Sinus Quadrat Theta d Theta, und das ist natürlich das Integral über 1, ergibt unser Pi, und hier haben wir das originale K-Integral nochmal. Das heißt also 2k ist gleich Pi, oder k ist gleich Pi halbe. So, und jetzt leiste ich mir den Luxus, die ganze Geschichte rückwärts auf der nächsten Tafel zu machen, denn es schreibt sich ungut nach links unten. Ja, nach altem Hausbrauch ist also hier das Ergebnis der letzten Tafel auf der Nebentafel notiert, und jetzt brauchen wir nur noch dieses Integral i durch die anderen ausdrücken. Also wir haben das i, da haben wir 5 Sechstel vom j, und das j ist 3 Viertel vom k, und das k ist Pi halbe. So, und da kürzen wir mal mit dem Dreier. Da verabschiedet sich der Sechser, wird ein Zweier. Dann bleibt oben der 5er mit dem Pi multipliziert, und unten haben wir 4 mal 4, also 16. Das ist also das Ergebnis 5 Pi 16 von I. Und der nächste Patient ist etwas heikler. Das ist folgendes Integral. Wir haben also wieder von 0 bis Pi das Integral von der Exponentialfunktion exp. Machen wir eine eckige Klammer, ein Minus, dann machen wir das so. Da war das Theta minus die Hälfte vom Intervall. Und da haben wir dieses Theta genommen als Parameter, den wollen wir da bestimmen. Und dann integrieren wir über die Theta. Also dieses, oh, und dann haben wir was vergessen. Schlimm, schlimm. Das Quadrat hätte man fast vergessen. Das wäre peinlich gewesen. Das ist also im Wesentlichen eine noch nicht normierte Glockenkurve von Gauss. Und entsprechend werden wir die sogenannte Error Function bekommen. RF, nehmen wir ein ganz allgemeines
Argument z. Also diese Funktion erf von z, error function, ist sehr wichtig in der Wärmeleitung, Diffusion, aber natürlich dann, wenn man ganz komplex sein möchte, auch bei der Schrödinger-Gleichung. Also das ist die Diffusion. Diffusionsprobleme kann man damit machen. Das hat natürlich mit Diffusion einmal nichts zu tun, das ist rein formal. Wir gehen das jetzt auf der nächsten Tafel an. Ja, dieses Integral nennen wir es mal E, nicht E-Integral. Dieses Integral ist leicht zu knacken, denn wir müssen eigentlich nur eine Definition verwenden, und zwar die Definition der Error Function, also f von z. Das ist das Integral 1 durch Wurzel aus pi von minus z bis z von der Exponentialfunktion e hoch minus x Quadrat über x integriert, oder wenn wir von 0 nach z gehen lassen, weil e hoch minus x Quadrat eine gerade Funktion ist, natürlich mit einem Zweier zu multiplizieren. So, das ist praktisch schon fertig. Wir müssen eigentlich nur setzen Theta minus Pi halbe durch Theta gleich x. Und dann haben wir natürlich noch diese Ableitung irgendwie zu korrigieren. Und da haben wir natürlich dieses d Theta ist dann gleich Theta mal dx zu setzen. Also es ist nicht ist gleich, sondern die Transformation. Und dann haben wir noch die Grenzen zu ersetzen. Also bei Theta gleich 0 wird das x gleich minus Pi durch 2 Theta sein, und bei Pi gleich, also Theta gleich Pi, dann wird das x gleich plus Pi durch 2 Theta sein. Also transformiert sich dieses Integral zu minus Pi durch 2 Theta, hier Pi durch 2 Theta. Und da haben wir natürlich die E-Potenz von minus x Quadrat. Und da steht jetzt davor dieses Theta dx. Und da machen wir das Theta da vorne und haben das dx drinnen. So, und dieses Integral ist im Wesentlichen nichts anderes als Theta mal der Wurzel aus Pi Error Function von Pi durch 2 Theta. Und damit werden wir sozusagen im Kanon der bekannten Dinge. Wir haben das also ausgedrückt in Form einer bekannten tabellierten Funktion, nämlich der Error Function. Na, diese Error Function oder Fehlerfunktion ist sehr wichtig für die Diffusion, also die partielle Differentialgleichungen, Diffusionsprozesse. Und da kann ich einiges sagen, da habe ich ein bisschen was getan. Nun, dieses Integral können wir jetzt einsetzen. Unsere ursprüngliche Forderung war ja, dass dieses Sinus hoch 6 Integral minus dem Exponentialintegral hier 0 ergeben soll. Und wir wissen ja, das Sinusintegral war 5 Pi 16. Und jetzt haben wir minus diese Theta mal Pi Error Function von Pi durch 2 Theta, und jetzt soll das ganze Aggregat hier 0 ergeben, und wir dividieren einmal ganz frech das durch Theta, dann haben wir also 5 Pi 16, dann können wir auch noch durch Wurzel aus Pi dividieren, dann haben wir das auch noch erledigt, dann entsteht hier Wurzel aus Pi, 1 durch Theta ist gleich Error Function von Pi halbe mal 1 durch Theta. Und dann setzen wir, weil wir das so schön finden, 1 durch Theta gleich Rho. Dann haben wir also eine Gleichung der Form 5 Wurzel aus Pi 16 Rho muss gleich sein die Error Function von Pi halbe mal Rho. Und das ist recht leicht zu lösen, denn die Error Function, so unangenehm sie eigentlich ist, ihr Schaubild ist recht leicht erklärt. Die beginnt also, je nachdem, was wir jetzt hier für Steigung haben, circa so, und endet asymptotisch bei 1. Ja. Und hier haben wir im Wesentlichen eine lineare Funktion natürlich mit einer gewissen Steigung, also 5 Pi Wurzel aus Pi 16. Und das Ding hier schneidet die Error Function in einen Bereich, wo wir schon sehr nahe bei 1 sind. So, wenn wir also für Rho
einen Anfangswert haben wollen, dann setzen wir 5 Wurzel aus Pi, 16 Rho 0 ist ungefähr gleich, ist 1, also das sei jetzt unser Nullwert, dann haben wir also Rho 0. Das erste Rho 0 wäre dann 16 durch 5 Wurzel aus Pi. Und dann wäre unser Theta 0 natürlich wieder der Kehrwert von dem Ganzen, also 5 Wurzel aus Pi 16. Und das liegt schon ziemlich nahe bei dem Wert, den wir haben wollen, also bei 0,553 irgendwas. Wie geht man weiter vor? Naja, dann nimmt man diesen Wert und setzt es in die Error-Function rein, dann bekommt man eben einen etwas kleineren Wert, bekommt dann ein Rho 1 und das ist dann schon ziemlich gut. Also es ist zwar eine nichtlineare Gleichung letztlich, aber eine nichtlineare Gleichung, die ja grafisch, mit grafischer Genauigkeit auch schon recht gut gelöst werden kann. Ja, das war also der Nachtrag, wie es zu dieser Lösung kommt, die ich am Ende des letzten Videos auf der Tafel stehen gehabt habe. Das war sozusagen interessehalber nur mal ausgeführt. Noch eine Fingerübung sozusagen höherer Art und mit dem Vorteil, dass man ein bisschen was von der Error Function gehört hat. Ja, soweit, so gut für diesen Sonntag. Alles Gute, bitte liken, wenn das interessant war, dem Kanal treu bleiben und wenn man noch nicht abonniert hat, bitte ein Abonnement da lassen. Bis dann, ciao, danke.